Die Lorenz Liftweuer Feldkirch hat im Heimspiel gegen den HK Celje nicht vor, irgendwelche Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Ganz im Gegenteil, die in Schwarz spielten Hausherren von Beginn an mit viel Offensivpower. Winzig, nach nur wenigen Minuten auf und davon, noch sollte es aber nicht mit einem Treffer klappen. Feldkirch drückte aber weiter und in der 12. Spielminute war es dann auch soweit. Majeric und Novak mit der Vorarbeit und Meier glänzte als Vollstrecker. Die VfL Feldkirch führte gegen HK Celje 1:0. Der Bann war nun also gebrochen und die VU legte noch im ersten Abschnitt nach. Bjørnstil hier mit viel Platz. Der Legionär suchte sich die richtige Ecke aus und traf ebenfalls. Neuer Spielstand 2:0. Im mittleren Abschnitt kamen die Gäste aus Slowenien besser ins Spiel. Allerdings hatte Celje die Rechnung ohne VU-Keeper Bock gemacht. Der Goalie parierte hier ein erstes Mal glänzend. Wenig später war es erneut Bock, der die Scheibe ganz sicher aus der Luft pflückte. In der 28. Minute war dann wieder die VfL Feldkirch am Drücker. Die Gastgeber mit dieser sehenswerten Kombination. Smacic in der Zone völlig frei und ebenfalls erfolgreich. Feldkirch lag gegen Celje mit 3:0 in Front. Noch hatten die Gäste aber nicht aufgegeben und Celje kam ebenfalls zu weiteren Chancen. Kastelic nutzte hier einen Fehler der VU-Defensive. Bei VU-Keeper Bock war dann aber auch für ihn wieder Endstation. Es blieb beim 3:0 rein ins Schlussdrittel. Und da durfte die VU nach wenigen Sekunden wieder jubeln. Majeric traf und scorte zum 4:0. Nur 5 Minuten später, Feldkirch erneut erfolgreich, Esmann sorgte mit dem 5. Treffer für die endgültige Entscheidung. Die Spannung war also draußen, aber Celje gab sich immer noch nicht geschlagen. Ogrizek in dieser Szene völlig frei, einmal mehr weiß VU-Keeper Bock, der nicht zu bezwingen war und seinen Kasten weiter sauber hielt. Dann musste aber Harand in die Kühlbox, die Gäste also in Überzahl und die Slowenen im Powerplay mit dem Ehrentreffer. Svete traf und verkürzte auf 5:1. Allerdings konnten auch die Hausherren ein weiteres Mal nachlegen. Fekete sorgte mit diesem Treffer für den 6:1 Endstand. Na, war nicht so einfach, wie das Ergebnis darstellt, aber wir haben teilweise gut gespielt und aber auch wieder ein paar Einbrüche gehabt und Luft ist noch da und das werden wir machen und schauen wir aufs Derby und es wird schon. Ja, ich denke, es war nicht so klar wie das Ergebnis. Am Anfang haben wir es schwer da, sind dann Gott sei Dank besser ins Spiel gekommen und am Schluss, glaube ich, verdient gewonnen. Ja, der Gegner ist in Ordnung. Es gibt in der Liga kein Freilos und man muss Leistung bringen. Das haben wir am Anfang nicht wirklich gemacht und sind aber, wie gesagt, nachher Gott sei Dank besser ins Spiel gekommen und da waren nachher, glaube ich, klar die bessere Mannschaft.